Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist 14, erste Aktualisierung des Wohnkonzeptes und der Richtlinie Kooperatives Baulandmodell Dresden. Hier liegt mir ein Ersetzungsantrag der Fraktion Dissidenten vor, die auch die ersten werden, die in der Fraktionsdebatte starten können. Vielleicht können Sie beides verknüpfen und gucken dann auch ein bisschen großzügiger, was die Zeit angeht. Wer macht's? Herr Schmiedlich, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner hier im Saal oder am Livestream. Die Vorlage des Oberbürgermeisters hätte auch heißen, statt Aktualisierung des Wohnkonzeptes auch Konterkarierung des Wohnkonzeptes heißen können. Ebenso der vorgelegte interfraktionelle Ersetzungsantrag. Das einzig Richtige dieser beiden, also Vorlage und Antrag, besteht darin, dass in beiden festgestellt wird, dass eine 30-prozentige Sozialbauquote notwendig ist, um dann genau deren Absenkung zu beantragen. Wie widersinnig ist das denn? Ich ergänze, es wären mindestens eine 30-prozentige Sozialbauquote notwendig, denn schauen wir uns denn mal an, was im Wohnkonzept steht. Ein Wohnkonzept, das mit großer Mehrheit von diesem Stadtrat angenommen wurde. Dort steht, dass wir aktuell zusätzlich 10.000 sozialgebundenen Wohnungen benötigen. Und wenn ich dann noch im Auge habe, dass wir im Jahr 2035 mit den Belegungsrechten bei der Vonovia weitere 10.000 Wohnungen verlieren, so erhöht sich genau um diese Zahl noch einmal der Bedarf. Sprich, wir müssen bis 2035 10.000 plus 10.000 Wohnungen erstellen. Und dann muss ich mir die Frage stellen, werter Herr Oberbürgermeister und auch in die Fraktionen des Änderungsantrages, des Ersetzungsantrages gerichtet, wer ein Ziel formuliert, sollte auch Vorstellungen davon haben, wie dieses zu erreichen ist. Es liegen uns Berechnungen des Stadtplanungsamtes vor. Nach diesen Berechnungen ist die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft WED entsprechende Grundstücke vorausgesetzt, maximal in der Lage, 2.500 Wohnungen zu errichten. Darüber hinaus ließen sich vielleicht noch mit städtebaulichen Verträgen, also freiwilligen Verträgen und Vorkaufsrechten weitere 500 realisieren. Und wenn die Vonovia und die Genossenschaften ihr Versprechen wahrmachen, weitere 1.000. Damit wäre das Ziel von 4.000 Wohnungen eine realistische Möglichkeit. Fehlen immer noch 6.000 Wohnungen, um hier die Zielstellung des Wohnkonzeptes zu realisieren. Außerhalb des § 34 des Baugesetzbuchs bleiben uns als Steuerungsinstrument eigentlich nur neue Bebauungspläne und damit das kooperative Baulandmodell für diese neuen Bebauungsgebiete. Die Notwendigkeit, immerhin haben 82.000 Dresdnerinnen und Dresdner ein Anrecht auf einen B-Schein, reicht auch die jetzt gültige Quote von 30% niemals aus. Das Stadtplanungsamt kommt zu dem Ergebnis, dass bei der jetzt gültigen Regelung 1.600 zusätzliche Wohnungen gebaut werden könnten. Wenn die Vorlage des OBs durchkommt, errechnet das Stadtplanungsamt, würde sich dies auf 900 reduzieren. Festzustellen ist, dass der Oberbürgermeister, aber auch alle Fraktionen, die diesen interfraktionellen Änderungsantrag tragen, nicht nur im Wahlkampf großspurig versprochen haben, bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt zu schaffen. Das Ergebnis ist aber eine deutliche Absenkung der jetzt gültigen Regelung. Beim Oberbürgermeister sind es 700 Wohnungen, bei dem interfraktionellen Änderungsantrag sind dies mindestens 400 Wohnungen unter diesen 1.600. Dabei hat man natürlich auch noch andere kleine Tricks gemacht, indem man zum Beispiel von der Anzahl der Wohnungen auf
Geschossflächen abgestellt hat. Ab 12.000 Quadratmeter Geschossfläche soll eben künftig erst die Verpflichtung dieser 30% gelten. Und weitere Pferdefüße sind eingebaut in diesen Ergänzungsantrag. So wurde zum Beispiel festgehalten, dass irrsinnigerweise in den Stadtteilen, wo es ein hohes Belegungsrecht gibt, ein Belegungsrecht, das aber wahrscheinlich 2035 eben in einem großen Umfang wegfällt, nämlich bei den Vonovia-Wohnungen, dass dort ausdrücklich das kooperative Baulandmodell nicht mehr Gültigkeit haben soll. Dies alles ist wirklich mehr als widersinnig. Und es gibt noch ein paar andere Pferdefüße, auf die wahrscheinlich mein Kollege Schulte-Wissermann noch eingehen wird. Ich darf einfach feststellen, hasenfüßig haben sich auch Grüne und SPD auf diesen Deal zulasten des sozialen Wohnungsbaus eingelassen. Ich sage einfach mal, in Dresden gehen seit Jahren im sozialen Wohnungsbau die Uhren nicht nur langsamer als im Rest der Republik, sie sollen heute sogar mit Hilfe von Grünen und SPD zurückgedreht werden. Das soll der Antrag meiner Fraktion verhindern. Ich bitte um Zustimmung. So, damit setzen wir fort in der Fraktionsrunde. Für die Freien Wähler Herr Nitsche und dann Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Zeit, in der man sich seit Oktober 2020 hätte mal entschuldigen können dafür, dass man uns als Marionetten, als Tiefpunkt in der Kultur des Stadtrats bezeichnet hat, als diejenigen, die das Geschäft der Spekulanten verfolgen, die dem Stadtrat und deren Beschlüssen Dolchstöße versetzen, die von anderen geschriebene Anträge verwenden bzw. die sich schändlich verhalten, die ist jetzt, glaube ich, vorbei. Sie hatten Zeit genug, sich zu entschuldigen für das, was Sie, und da kann ich Frau Filus-Jene recht geben, in einem Tiefpunkt der Kultur im Stadtrat damals abgezogen haben. Nur wegen dieser Debatte damals kommt es ja zu dem Punkt, den wir jetzt hier vorliegen haben. Und zwar zu einem Kompromiss, den wir interfraktionell erarbeitet von CDU, Grünen, FDP und SPD, den wir vorliegen haben, den wir als Freie Wähler mittragen können, wo wir am Nachgang auch sagen können, man hätte sich wahrscheinlich noch etwas mehr gewünscht, zum Beispiel Modelle, in denen es für Investoren die Möglichkeit gibt, dass man bestimmte Investitionen, die man tätigt, auch zusätzlich sozusagen ablösen kann, indem man Geld an die Stadt gibt und dadurch den Anteil der nicht belegungsgebundenen Wohnungen noch etwas später ansetzt. Aber wir glauben, dieses Modell, was wir jetzt haben, mit 2.400 Wohnungen als Einstiegsgröße, das halten wir 2.400 Quadratmetern als Einstiegsgröße, das halten wir für sehr sinnvoll. Das sind 40 Wohnungen a 60 Quadratmeter oder eben 20 a 120. Wir werden diesem Kompromiss zustimmen und wir müssen aber eins konstatieren, er wird uns nur bedingt weiterhelfen. Er wird uns nur bedingt weiterhelfen, denn wir wissen alle, dass Bauen in Dresden ist zu teuer, Bauen im Allgemeinen. Es gibt viel zu viele Auflagen, es gibt viel zu wenig bebaubare Flächen und wir haben viel zu wenig Flächen und Wohnungen, die für Dresdner Bürger bezahlbar sind. Für Dresdner Bürger, die damit zum Beispiel auch Eigentum bilden wollen. Denn unser Ziel muss es eigentlich sein, an diese Problematik des Bauens und des Mietens und der scheinbar horrend steigenden Mieten von ganz anderer Seite heranzugehen, indem wir den Bürgern erklären, indem wir aber nicht nur das erklären, sondern auch so handeln, dass wir es ihnen ermöglichen, aus dieser Spirale der steigenden Mieten auszusteigen, indem sie zum Beispiel Eigentum bilden oder indem sie ermöglicht werden, mit höheren Einkommen auch höhere Mieten zu bezahlen. Deswegen sind unsere Ziele und für die Baupolitik, die ich hier an dieser Stelle nochmal betonen möchte, eine längerfristig höhere Einkommen für die Dresdner Bevölkerung,
damit wesentlich weniger Anspruchsberechtigte, die dann den belegungsgebundenen Wohnraum mieten wollen, und mehr Wohneigentum. Das ist der Ausweg aus der Spirale und nicht die Erhöhung von Quoten. Vielen Dank. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Fleming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, auch zu Hause im Stream. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass der Wohnungsbau, die Schaffung von neuem Wohnraum für Dresden sehr, sehr wichtig ist. Möglichst viele Wohnungen sollten neu entstehen und natürlich auch darunter viele, möglichst viele im bezahlbaren Segment, also viele mit preiswerter Miete. Jetzt gab es 2019 einen Beschluss der damaligen Stadtratsmehrheit für das derzeit geltende kooperative Baulandmodell. Und ich will meinem Kollegen Schmählich da widersprechen. Nach meiner Erinnerung ist es nicht mit großer Mehrheit beschlossen worden, denn breite Teile dieses Rates waren auch damals schon dagegen, weil wir die Befürchtung hatten, dass mit einem Sozialwohnungsanteil von 30% in Bebauungsplangebieten man die Bauwirtschaft, die Immobilienwirtschaft, die Bauträgerschaft überfordert und es eher dazu führt, dass also dann der Wohnungsbau stark reduziert stattfindet in Dresden. So, jetzt gab es eine Vorlage des Oberbürgermeisters vor eineinhalb Jahren, also circa eineinhalb Jahren, die 15% vorgeschlagen hat. Nun hätte natürlich die Gefahr bestanden, dass hier im Rat wiederum eine Entscheidung mit einer hauchdünnen Mehrheit fällt, dafür, dagegen. Das hängt dann bei den knappen Mehrheiten hier im Moment davon ab, ob dort jemand fehlt, da jemand krank ist. Und es haben zumindest mehrere Fraktionen des Rates ist so gesehen, dass es dieses Thema viel zu wichtig ist, als es hier irgendeinem Zufall zu überlassen. Und auch die Beteiligten in der Branche haben uns gespiegelt, dass es für sie wichtig wäre, viel wichtiger noch als irgendwelche Maximalforderungen durchzusetzen, dass es tragfähige Kompromisse gibt und dass es vor allem Planungssicherheit für den Wohnungsbau gibt. So. Und dann haben wir uns hingesetzt und wir haben gerungen. Und das ist nicht hasenfüßig verlaufen, Kollege Schmählich. Darauf können Sie sich verlassen. Da sind teilweise die Fetzen geflogen. Und auch für uns als CDU-Fraktion war es doch sehr schwierig, den gefundenen Kompromiss in der Fraktion durchzusetzen, uns zu einer Zustimmung durchzuringen. Und ich ahne, dass es den anderen Fraktionen natürlich, den anderen beteiligten Fraktionen genauso ging. Und es hat am Ende niemand hier irgendwie die Sektkorken knallen lassen, weil er sich mit seinen größtmöglichen Forderungen durchgesetzt hat, sondern allen war am Ende klar, das ist ein Kompromiss, jeder hätte sich aus seiner Sicht mehr gewünscht, aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, das ist auch eine Leistung, die mich hoffen lässt, dass wir vielleicht auch bei anderen wichtigen Themen lagerübergreifend, fraktionsübergreifend zu sinnvollen Lösungen kommen. Und ich möchte dafür werben, dem Ersetzungsantrag der Dissidenten nicht zuzustimmen, weil die Quote wiederum bei 30% festzuschreiben, wäre wieder eine Maximallösung. Und wir hätten wiederum die Befürchtung, dass wir in einem Jahr wieder darüber reden müssen und dann vielleicht wieder die Rolle rückwärts machen. Das ist niemandem zu vermitteln. Ich glaube, mit die breite Mehrheit, die sich abzeichnet, ist gut für die Stadt, ist gut für den Wohnungsbau in Dresden. Und ich glaube eben, dass bei einem sozial vorgeschriebenen Quotenanteil von 30% deutlich weniger Wohnungen überhaupt insgesamt gebaut würden und somit deutlich weniger als mit der gefundenen Lösung im Sozialwohnungsbereich, aber dann eben auch noch bei den Normalwohnungen, die nicht gefördert sind, und deshalb werbe ich für Zustimmung für diesen Kompromiss. Als nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat, liebe Menschen im Stream und auch hier vor Ort. Ich freue mich, dass das öffentliche Interesse am Thema groß ist, denn Wohnungspolitik ist eine ganz zentrale Frage der Sozialpolitik. Ich freue mich auch, dass Initiativen der Stadtgesellschaft, die sich für dieses Thema stark machen, heute hier sind und begrüße diese recht herzlich. Um zu verstehen, warum wir heute hier das Thema behandeln, möchte ich noch einmal kurz den Werdegang aus unserer Sicht beschreiben. Vor 3 Jahren wurde das kooperative Baulandmodell eingeführt durch Beschluss von Grüne, Linke, SPD und damals Piraten. Die Vorlage kam vom grünen Baubürgermeister Schmidt-Lamontin. Schon damals gab es für diese 30%-Quote nur eine sehr knappe Mehrheit. Die Kommunalwahl 2019 veränderte die Mehrheitsverhältnisse hier im Rat und es gibt, das werden wir heute auch sehen, keine Mehrheit mehr für Rot, Grün, Rot, Orange oder wie auch immer die Dissidenten ihre Farbe benennen. Vor 14, Grau, danke für den Hinweis, Kollege Lichti. Vor 14 Monaten gab es nun im Stadtrat einen Antrag, die Quote auf 15% zu senken und das fand eine Mehrheit. Ab dem Moment war aber auch klar, dass es keine sichere Mehrheit mehr für das 30%-Modell gibt. Der OB stimmte entgegen dem Rat seiner eigenen Fachverwaltung diesem 15%-Antrag zu. Dann widersprach der OB dem Beschluss aus formalen Gründen und brachte selbst wiederum eine Vorlage mit 15% in den Geschäftsgang. Und über diese Vorlage reden wir heute. Er hätte ja auch im Rat vehement für die 30% werben können. Das hat er aber nicht getan. Das ist also die Ausgangslage und eine Abstimmung zum Thema ist vollkommen offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende hier 15% rausgehen, ist sehr hoch. Wir als Grüne Fraktion haben deswegen beschlossen, Verantwortung für dieses Thema zu übernehmen und sind in Verhandlungen mit allen bisher am Thema interessierten Fraktionen gegangen. Unser Ziel war, auf keinen Fall dürfen am Ende 15% stehen. Verhandlungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedeuten Kompromisse und ohne Kompromisse gibt es keine politischen Entscheidungen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es ist die Urgeste der Demokratie, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösungen zu finden. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei den Verhandlungspartnern bedanken. Was ist nun das zentrale Ergebnis? Die 30%-Quote bleibt bestehen bei allen Bauvorhaben in B-Plan-Gebieten über 100 Wohnungen. Für alle Baugebiete bis zur Grenze von 100 Wohnungen gelten die 15%. Was bedeutet das ganz konkret für die Anzahl der Sozialwohnungen? Die Verwaltung, Bürgermeister Kühn, hat auf Grundlage der Bebauungspläne, die in den nächsten 5 Jahren anstehen, folgende Zahlen berechnet und die sind anders, als Kollege Schmählich hier dargelegt hat. Bei der Quote von 15% kommen wir auf 900 geförderte Sozialwohnungen, bei einer Quote von 30% auf 1600 Sozialwohnungen und beim Kompromiss, also bei 15% und 30%, kommen wir auf ca. 1400 Wohnungen. Der Unterschied von 15% zum Kompromiss beträgt also 500 Wohnungen. Und 500 Wohnungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine sehr konkrete, eine große Zahl. In diesem Raum, wenn man mal schaut, stehen ungefähr 100 Stühle. Stellen wir uns mal vor, jeder dieser Stuhl steht für eine Familie oder einen Anspruchsberechtigten für Sozialwohnungen. Und das fünfmal, das sind 500 Wohnungen. Und konkret auf diese 500 Wohnungen ist man von linker und Dissidentenseite also bereit zu verzichten. Wir übernehmen hier Verantwortung und schlagen uns nicht in die Büsche, um dann mit dem Finger auf den Stadtrat zu zeigen und 15% zu beklagen. Wer sich hinstellt und sagt, wir wollen aber 30%, da sagen wir, ja, wir auch. Da frage ich, wie macht ihr es denn? Die Antwort, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Die Wahrheit ist doch, dass SPD und Grüne hier für RGRO die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Und jetzt noch einmal zur Einordnung des Baulandmodells als wohnungspolitisches Instrument. Das Baulandmodell sichert kurzfristig sozialen Wohnungsbau. Durch die Bindungsfrist zeitlich auf 15 Jahre ist es aber auch ein Problem. Mit dem Baulandmodell retten wir also nicht den sozialen Wohnungsbau in Dresden. Er ist aber ein wichtiger Baustein. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen bei der WED. Ankauf Vonovia Wohnung 3000 hört man, das ist sehr gut. Wir brauchen eine neue Wohngemeinnützigkeit, ein Instrument, was es bis in die 90er Jahre gab, bevor der neoliberale Rollback im Wohnungsmarkt griff. Wir brauchen Mietpreisbremse, dafür setzen sich SPD und Grüne im Landtag ein und wir unterstützen natürlich auch Milieuschutzsatzungen.
Kurzum, es ist viel zu tun. Auf eines können sich die Dresdnerinnen und Dresdner verlassen. Die grüne Fraktion steht klar zum sozialen Wohnungsbau in Dresden. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die AfD, Herr Laczynski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wie viele neue vorhabenbezogene Bebauungspläne von regionalen Bauträgern hatten wir eigentlich in den letzten 4 Jahren mit 30% Sozialwohnungsquote hier zum Beschluss? Nicht viele, oder? Also ich zumindest kann mich an keinen einzigen erinnern. Und das ist ein ziemlich deutliches Signal aus der Bauwirtschaft in Dresden an den Stadtrat, dass es hier die Aufgabe ist, des Stadtrates, dieses Signal auch zu interpretieren und entsprechende Schlüsse daraus zu ziehen. Der Stadtrat kann niemanden zwingen, Bebauungspläne zu beantragen. Und wenn plötzlich keine neuen Anträge mehr eingehen, sollten einige Fraktionen hier im Stadtrat in sich gehen und überlegen, ob der Stadtrat vielleicht bei den aktuell festgesetzten Vorgaben im kooperativen Baulandmodell irgendwas falsch gemacht hat. Wenn die heimische Bauindustrie über Jahre hinweg mehr Aufwand in die Bereinigung dieser Regelung als in das eigentliche Baugeschäft gesteckt hat, ist das ein Hilferuf. Ein Hilferuf, der verdeutlicht, dass die derzeitigen Vorgaben zu existenziellen Schwierigkeiten bei diesen Unternehmen führen und dass das kooperative Baulandmodell derzeit ein Bauverhinderungsmodell ist. Die einzigen, die in den letzten Jahren immer weiter im Wohnungsbau planten und bauten, waren die deutschlandweit oder sogar europaweit agierenden Wohnungsbaukonzerne, die sich mit ihren Großprojekten bei den Baukosten in ganz anderen Sphären bewegen und so die 30% Sozialwohnungen problemlos mit einpreisen konnten. Für unsere regionalen Bauträger war das nicht möglich. Insofern ist der hier im Ausschlussbericht vorgeschlagene Kompromiss zwar nicht optimal, aber er ist vertretbar. Denn er berücksichtigt, dass gerade die regionalen kleineren Bauträger, die nicht die Möglichkeit haben, diese 30% Sozialwohnungsquote in ihren kleineren Vorhaben abzubilden und gleichzeitig dann auch noch vertretbare Mietpreise für die anderen 70% anzubieten, dass diese hier auch mit berücksichtigt werden. Wir müssen uns im Stadtrat bewusst werden, dass es vor allem die privaten Bauträger sind, die in Dresden neuen Wohnraum schaffen. Im Jahr 2020 wurden durch private und privatwirtschaftliche Bauträger über 7.000 Wohnungen neu gebaut. Die WED schafft im gleichen Zeitraum lediglich 70, weniger als 1%. Während die großen deutschlandweit agierenden Wohnungsbaukonzerne nur die Wohnungen nach Dresden bringen, sorgen die regional ansässigen Bauträger zusätzlich für Arbeitsplätze in unserer Stadt. Die regionalen Bauträger sorgen also nicht nur dafür, dass das Geld in unserer Stadt bleibt, sie haben auch eine wesentlich stärkere Identifikation mit unserer Stadt, was sich am Ende auch in der Architektur niederschlägt. Mit der Abstufung, wie sie jetzt hier vorgeschlagen ist, dass oberhalb der weiteren gültigen Bagatellgrenze von 20 Wohnungen bis zu einer Geschossfläche von 12.000 Quadratmeter zukünftig die 15% Sozialwohnungsquote gelten und nur für die Großprojekte, die diese Grenze überschreiten, dann die 30 gelten, würdigen wir die Vorteile, die die Stadt von regionalen kleineren Bauträgern hat. Die Vorschläge im Ausschussbericht sind eine Verbesserung des Status quo. Deshalb werden wir dem auch zustimmen. Wir müssen uns allerdings bewusst werden, dass diese Änderung nicht das Allheilmittel für die Wohnungsbautätigkeit in Dresden in den nächsten Jahren sein wird. Die kommenden Jahre sehen für die Bauwirtschaft nicht sonderlich rosig aus. Handwerkermangel infolge von Überakademisierung, Baustoffmangel und hochvolatile Baustoffpreise haben es in den letzten Jahren schon erschwert, seriöse Bauabläufe und Baufinanzierungen zu planen. Es deutet vieles darauf hin, dass sich diese Tendenz mit der aktuellen Bundesregierung und der dazugehörigen Ministerriege nochmals verschärfen wird. Wenn von heute auf morgen eingeplante Fördermittel nicht mehr zur Verfügung stehen, erschwert das die Vorhaben im Wohnungsbau. Wenngleich wir also heute hier eine baurechtliche Verbesserung für den Wohnungsbau in Dresden beschließen, sehe ich dennoch die Gefahr, dass wir aufgrund der Gesamtsituation in Deutschland operativ trotzdem weniger neue Wohnungen in Dresden bekommen, als die Stadtverwaltung uns prognostiziert hat. Sobald sich dieses Szenario andeutet und verdichtet, müssen wir uns hier im Stadtrat nochmal ins Benehmen setzen und ernsthaft über weitere zusätzliche Erleichterungen für die Bauträger in Dresden diskutieren, um die negativen Folgen der Bundespolitik gegebenenfalls abzuschwächen. Denn ein paar neu gebaute Sozialwohnungen weniger sind am Ende immer noch besser als gar keine neu gebauten Sozialwohnungen. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Baku.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder und liebe Gäste. Ich finde es äußerst bedauerlich, dass wir diese Debatte hier heute führen müssen. Die bestehende Regelung des kooperativen Baulandsmodells, das unter anderem Bauträgerinnen dazu verpflichtet, einen 30-prozentigen Anteil von sozialen Wohnungen in Neubauvorhaben zu integrieren, ist gerade mal 2,5 Jahre alt. Sie nun schon wieder zu ändern, erzeugt Unsicherheit und im schlimmsten Fall ein Zögern auf Seiten der Bauträger. Wie in den meisten Großstädten herrscht auch in Dresden seit vielen Jahren ein angespannter Wohnungsmarkt und insbesondere im Segment der preisgünstigen Wohnungen. Es sind tausende Wohnungen in den letzten Jahren entstanden, seit 2010 in etwa 19.000 Wohnungen, diese jedoch nahezu ausschließlich im hochpreisigen oder höherpreisigen Segment. Die kommunale Bürgerumfrage ergab, dass zum ersten Mal überhaupt die durchschnittliche Dresdner Mietwohnung monatlich mehr als 9 Euro pro Quadratmeter kostet. In dem Fall Kaltmiete und Warmmiete zusammen. Mehr als 9 Euro, erstmals. Gleichzeitig hat in Dresden jeder dritte Mieterhaushalt einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und damit die Berechtigung, eine Sozialwohnung zu beziehen. Jeder dritte Mieterhaushalt. So viele Sozialwohnungen haben wir schlicht nicht. Und so zahlt schon jetzt jeder dritte Mieterhaushalt mehr als 30% seines Einkommens für die Gesamtmiete. 30% sind in etwa die Grenze, die als akzeptabel gelten. Und jeder neunte Haushalt zahlt sogar mehr als 40%. Das ist schlicht zu viel. Es bleibt danach zu wenig fürs Leben übrig. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Die Zahlen belegen ganz eindeutig, dass mindestens diese Quote von 30% sozialen Wohnungen gebraucht wird, um den Bedarf an kostengünstigen Wohnungen zu decken. Und selbst das würde nicht reichen. Und ein Blick über den Dresdner Tellerrand zeigt außerdem, dass die Quote von 30% längst gängige Praxis ist. Städte wie Köln, Berlin, Bremen, Nürnberg, Essen, Leipzig, alle haben eine Quote von 30%. Eine entsprechende Quote führt aber auch nicht nur zu mehr Sozialwohnungen, sondern hat auch den Nebeneffekt, dass sie für sozial durchmischte Wohngebiete sorgt. Denn in neugebauten Projekten, wo vielleicht Mieten von 11 Euro verlangt werden, wenn dort gleichzeitig ein großer Anteil von preisgünstigen Wohnungen entsteht. Auch das ist nicht zu vernachlässigen. Denn die Segregation, also die Konzentration von den armen Haushalten in den einen Stadtvierteln und den reichen Haushalten in den anderen Stadtvierteln, hat zugenommen. Und auch diese Entwicklung gilt es zu stoppen. Dass nun der Oberbürgermeister eine Vorlage vorgelegt hat, mit dem Inhalt, die bestehende Regelung von 30% auf 15% abzusenken, ist für uns als Linke schlicht ein Vorhaben an den Realitäten in der Stadt vorbei. Die Begründung der Vorlage des Oberbürgermeisters besagt auch, dass der Bedarf zwar für eine Quote von 30% besteht, aber zu befürchten sei, dass für diese Notwendigkeit keine eindeutige politische Mehrheit im Rat steht. Wenn das so ist, dann muss man doch aber an den politischen Mehrheiten für die notwendige Quote arbeiten und diejenigen davon überzeugen, die noch immer nicht wahrhaben wollen, dass der Markt alleine den Bedarf an preisgünstigen Wohnungen nicht liefern wird. Und wir als linke Fraktion haben uns keineswegs in irgendwelche Büsche geschlagen, sondern haben uns durchaus konstruktiv in der Verhandlungsrunde eingebracht. Für uns stand aber fest, dass ein Wegfall von Sozialwohnungen kompensiert werden muss. Zum Beispiel, indem die städtische Wohnungsgesellschaft WID gestärkt wird. Das fand im Ergebnis der Verhandlungen jedoch keine Zustimmung. Und so bleibt unterm Strich einfach nur ein Wegfall von Sozialwohnungen übrig im Vergleich zu dem bestehenden Modell, was wir haben. Und liebe Kolleginnen von den Grünen und von der SPD, ich bedauere wirklich sehr, dass ihr hier mitmacht und keine Haltung bezieht. Unser Fazit ist, der Bedarf ist so eindeutig. Wir brauchen ein deutliches Plus an preisgünstigen Wohnungen. Und die entstehen nur, wenn wir klare Vorgaben machen, wenn wir die bestehende Quote von 30% beibehalten und wenn wir sie auch in den nächsten Jahren nicht immer wieder in Frage stellen. Vielen Dank. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Triefs.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, mit Blick auf das kooperative Baulandmodell ist es kein Geheimnis, was die Position der SPD ist. Wir sind durchaus der Überzeugung, 30% sind angemessen, und wenn man sich mal im bundesweiten Vergleich dieses Thema anschaut, dann sind sie auch durchaus üblich. Und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass die private Wohnungswirtschaft und das private Bauherren in die Pflicht genommen werden müssen, wenn es darum geht, sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Dresden zu schaffen. Aber wir müssen halt eben auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser Stadtrat bereits einmal in dieser Legislatur gezeigt hat, dass es, wenn auch eine knappe, eine Mehrheit für eine Absenkung auf 15% im Generellen gibt. Und da kann man jetzt sagen, das war nur mit einer Stimme und es fehlt ja immer mal einer oder eine krank. Das führt aber am Ende nur dazu, dass wir jedes halbe Jahr über diese Frage wieder erneut abstimmen und im Zweifelsfall jedes halbe Jahr hier eine neue Quote beschließen. Wohnungsbau geht aber nur langfristig und Wohnungsbau funktioniert nur verlässlich. Und deswegen ist es keine Option für uns, hier sich auf so ein politisches Wabangspiel einzulassen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, auch an den interfraktionellen Verhandlungen teilzunehmen. Und ich möchte an dieser Stelle auch schon noch mal ganz klar und transparent benennen, wer eigentlich alles Teil dieser Verhandlungen war und wie die liefen. Verhandelt haben an einem Tisch über viele Monate CDU, Grüne, SPD, FDP und die Linke. Die Linke hat am Ende kalte Füße gekriegt und das selbst mitverhandelte Ergebnis jetzt am Ende nicht mehr mitgetragen. Und da finde ich es schon ein starkes Stück von Ihnen, Frau Kollegin Barkow, jetzt zu sagen, da hätte mehr bei rumkommen müssen. Das Fenster war offen, dort nochmal weiter zu verhandeln. Als dieser Kompromiss stand, hat Ihre Fraktion angemeldet, dass es eventuell Nachverhandlungsbedarf gibt. Das ist richtig. Und dann haben wir wochenlang keine einzige Forderung gehört, über die wir hätten sprechen können. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, da ist zu wenig rausgekommen und wir haben mehr gefordert, das stimmt so nicht. Mit Blick auf die Frage, wer dort eigentlich verhandelt hat, will ich auch an dieser Stelle transparent machen. Die Dissidenten sind eingeladen worden, haben aber selbst darauf verzichtet, überhaupt an diesen Verhandlungen teilzunehmen. Auch das gehört zur Wahrheit dieser Debatte dazu. Aber noch ein Blick auf den Inhalt, worüber reden wir hier heute eigentlich? Wir reden darüber, dass eine Quote von sozialem Wohnungsbau pro Bebauungsplan festgelegt wird. Das heißt, bei Bebauungsplänen hat die Planungshoheit die Landeshauptstadt Dresden und nicht ein Vorhabenträger oder ein Investor. Das heißt, auch die Frage, wie groß eigentlich so ein Bebauungsplan ist und wie viele Wohnungen dort perspektivisch gebaut werden, wird in erster Linie von der Stadtverwaltung und in zweiter Linie mit Beschluss des Stadtrates festgelegt und nicht durch die privaten Vorhabenträger oder Investoren. In dem Kompromiss haben wir jetzt den Weg gefunden, zu sagen, die ersten 100 Wohnungen eines Bebauungsplans werden mit einer Quote von 15% belegt und alle darüber hinausgehenden Wohnungen mit einer Quote von 30%. Das führt bei einem fiktiv angenommenen Bebauungsplan, wo 200 Wohnungen entstehen sollen, dazu, dass wir bei einer Quote von 22,5% rauskommen, und dieser verhandelte Kompromiss führt auch dazu, dass je größer der Bebauungsplan ist, desto größer auch die Quote der sozialen und bezahlbaren Wohnungen in diesem Bebauungsplan ist. Wir haben das Ganze natürlich auch mal zahlenmäßig überschlagen. An dieser Stelle auch noch mal vielen Dank für die Unterstützung von der Stadtverwaltung in diesem ganzen Prozess. Und bei dem, was so an B-Plänen bis 2025 geplant ist, kommen wir bei den 30%, die es aktuell sind, roundabout bei 1600 Wohnungen raus, die über die Sozialbauquote gebaut werden sollen. Bei 15% kommen wir bei etwa 900 Wohnungen raus. Dass das nicht genau die Hälfte ist, liegt an der Bagatellgrenze, die in dem Konzept mit drin ist. Und bei dem Kompromiss kommen wir bei 1400 Wohnungen raus. Ja, das sind 200 Wohnungen weniger bis 2025 als mit dem aktuellen Modell, aber eben nicht 400, da hat sich der Kollege Schmählich verrechnet. Aber es sind eben auch einfach mal 500 Wohnungen mehr, als wir bauen würden, wenn wir hier diese 15% haben. Und genau deswegen komme ich dort auch ganz klar zu dem Schluss, Linke und Dissidenten spielen in dieser Debatte wirklich mit dem Feuer, weil indem sie die reine Lehre beibehalten und weiter die 30% fordern, riskieren sie, dass wir zu einer Absenkung auf standardmäßig 15% kommen und damit eben 500 Wohnungen, bezahlbare Wohnungen in dieser Stadt weniger bauen als mit diesem Kompromiss. Und da ist die SPD-Fraktion ganz klar überzeugt davon, das wäre der viel größere Schaden für diese Stadt. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle nochmal für den gefundenen Kompromiss werben und würde mich sehr freuen, wenn wir den heute hier mit großer Mehrheit beschließen könnten.
dazu und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die FDP, Herr Blüthner. Vielen Dank. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kooperative Baulandmodell, seit schon einer ganz langen Zeit diskutiert. Als FDP-Fraktion unterstützen wir den nun vorliegenden Kompromissvorschlag zur Absenkung auf 15% bei kleineren Vorhaben und der entsprechenden Steigerung auf bis zu 30% Sozialwohnungsbauquote bei größeren Vorhaben. Ursprünglich sind wir als FDP klar für die 15%, um nicht einzelne Bereiche zu überfordern, eine bessere Verteilung zu gewährleisten und die Gesamtkosten fürs Bauen machbar zu halten. Wichtig ist aber auch, insbesondere im Bau mit langen Vorlaufzeiten, oft über mehrere Jahre, Planungssicherheit und langfristig stabile Regelungen. Bevor wir hier halbjährlich per Zufall abstimmen, ist ein breiter Kompromiss richtig und sinnvoll. Dieser berücksichtigt jetzt insbesondere die schwierigere Flexibilität bei kleineren Projekten mit der entsprechend niedrigeren Quote. Und für uns ist wichtig, dass Bauen bezahlbar bleibt. Je mehr wir als Kommune draufsatteln, je komplizierter die Regelwerke, je geringer die Flexibilität, desto teurer wird's. Dass Neubauwohnungen so teuer sind, das liegt ja nicht an den Investoren, sondern an den Rahmenbedingungen. Für uns ist auch wichtig, dass die Einfamilien- und Reihenhäuser ausgenommen sind. Aktuell verlieren wir dort massiv Einwohner ans Umland. Das ist weder in Richtung Pendeln noch in Richtung Steueraufkommen gut. Bei der Entwicklung für Einfamilien- und Reihenhäuser hat Dresden massiven Nachholbedarf, was auch der Wohnungsmarktbericht zeigt. Entsprechend hier die Ausnahme im kooperativen Baulandmodell folgerichtig. Wir haben eine sehr hohe Bautätigkeit in Dresden in den letzten Jahren. Die positiven Folgen für den Mietwohnungsmarkt werden in den kommenden Jahren sichtbar sein. Bereits 2020 ist die Leerstandsquote auf 3% gestiegen, nachdem sie in den Jahren vorher immer nur unter 2% lag. Wenn man sich dann die aktuelle Einwohnerentwicklung und Bautätigkeit anschaut, wird es in den kommenden Jahren dann wieder zu Wettbewerb um Mieter führen und damit zu moderateren Preisentwicklungen. Alle Rahmendaten zeigen für Dresden ein deutlich anderes Bild als beispielsweise München oder Berlin. Da braucht man nicht in den Chor einstimmen, die deren Probleme auf Dresden projizieren wollen. Die Mieten sind in den letzten 10 Jahren in Dresden nicht stärker als die Einkommen gestiegen. Das ist für manche ein politisches Spiel mit den Ängsten. Wenn man aber auf die Rahmenbedingungen schaut, ist es doch dann recht faktenbefreit. Die neuen KDU-Sätze, Kosten der Unterkunft aus dem letzten Jahr mit der Reduktion sogar bei kleineren Wohnungen, deuten ja ebenfalls an, dass wir von Problemen anderer Städte weit entfernt sind. Ich würde sogar bezweifeln, ob wir in Dresden überhaupt in 2 Jahren noch das Label angespannter Wohnungsmarkt tragen können. Was natürlich aber positiv für den Mietmarkt ist und für jeden einzelnen Mieter. Da bin ich dann auch mehr als irritiert, was für Argumente gebracht werden, wenn man da in das Begründungswerk bei den Dissidenten reinschaut. Da wäre es doch manchmal angebracht, man würde sich inhaltlich mit den Themen auseinandersetzen. Beispielsweise die Umstellung im Ersetzungsantrag auf die Fläche anstatt auf die Wohnungsanzahl reduziert dort Handlungsoptionen. Beispielsweise, dass man nur kleinere Sozialwohnungen bauen könnte, sondern erfordert eben 15% der Fläche für Sozialwohnungen. Und die Änderung macht es wohl auch rechtlich sicherer, weil in Bebauungsplänen keine Wohnungszahl festgelegt wird. Es ist also genau das Gegenteil von dem, was Herr Schmählich hier suggeriert. Dann das angebliche Problem, dass nur teure Wohnungen gebaut werden. Ja, Neubau ist immer teurer als Bestand. Das geht gar nicht anders. Aber auch da zeigt sich in der Vermietung, beispielsweise rund um den Postplatz, eine Obergrenze, von der viele andere Städte träumen. Und Menschen, die es sich leisten können und wollen, machen dann wieder deutlich preiswertere Bestandswohnungen frei. Deswegen sind auch teure Wohnungen nichts Schlechtes. Und es sorgt dafür, dass der Wohnungsmarkt funktioniert und wir hoffentlich auch abseits der Frage von Sozialwohnungen einen funktionierenden Wohnungsmarkt mit moderaten Preisen für jedes Einkommen haben. Ja, wir brauchen Sozialwohnungen. Ja, wir brauchen sie vor allem über die Stadt verteilt. Aber auch entscheidend ist, dass es funktionierende Märkte für Mietwohnungen mit ausreichend Angebot gibt und weiterhin genug Neubau durch Investoren erfolgt. Das Ganze mit der entsprechenden Planungssicherheit. Und genau dafür ist es ein guter Kompromiss, für den wir als FDP-Fraktion werben. Entsprechend die Ablehnung des Dissidentenantrags und Zustimmung zum interfraktionellen Ersetzungsantrag. Vielen Dank. Soweit erstmal die Fraktionsrunde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Dr. Schulte-Wissermann und dann Herr Schmählich und dann Herr Wirz.
Bitte was? So. Das liegt ja jetzt nicht an mir. So, meine Damen und Herren, sehr geehrte Oberbürgermeister, liebe Kollegin, Herr Bürgermeister, Oberbürgermeister, könnten Sie mal aufhören, also könnten Sie mal dafür sorgen, dass hier das aufhört, das nervt wirklich. Also, die Dissidenten sind niemals zu irgendwelchen Gesprächen eingeladen worden. Ich bin nicht eingeladen worden, meine Geschäftsstelle, ich habe nochmal gefragt, niemals. Wir hätten natürlich erstmal vorbeigeschaut, aber wahrscheinlich wären wir dann auch wieder gegangen, weil das, was ja augenscheinlich rausgekommen ist, liebe Grüne, liebe SPD, ich mag euch ja meistens, aber das, was Sie verhandelt haben, richtig geile Sache, ne? Das ist jetzt so krass grün- und SPD-mäßig, dass auch die AfD und die Freien Wähler zustimmen werden. So, richtig gut gemacht. So, super Sache. Und es ist ja nicht nur so, dass wir haben jetzt die ganze Zeit über die Sozialbauquote gesprochen, sondern es sind ja noch andere Klopse in diesem Kompromiss drin. Im kooperativen Baulandmodell, so wie es jetzt ist, ist festgeschrieben, dass wenn es mal keine Landesförderung gibt, dann muss der Investor wenigstens 10% sozialen Wohnungsbau machen, ohne Förderung. Das ist jetzt weg. Das heißt, wenn jetzt die jetzige Landesregierung oder eine zukünftige Landesregierung sagt, nö, es gibt kein Geld für geförderten Wohnungsbau, ja, dann ist die Quote bei null. Super verhandelt. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum die FDP zustimmt. Ja? Weil sozusagen, das ist ihr Kernmarken, ihr Markenkern. Was auch rausgefallen ist, ist, dass im jetzigen kooperativen Baulandmodell ist es so, dass wenn ein großes Bauprojekt kommt mit vielen, vielen Wohnungen und da zählen viele, viele junge Familien ein mit vielen, vielen kleinen Kindern und es müssen im Umfeld von diesem neuen Stadtteil oder diesem Bau müssen halt neue Kita-Plätze oder neue Schulplätze, Grundschulplätze geschaffen werden, dann muss sich der Investor daran beteiligen. 30.000 Euro für einen Kita-Platz, 40.000 Euro für einen Grundschulplatz. Das ist jetzt raus. So, das heißt, die Kosten, die entstehen in der Stadt, wenn jemand mit einer Investition viele Wohnungen baut, die werden jetzt kommunalisiert, also auf uns alle, wir alle müssen mit unserem Geld dann Schulen bauen, während das Geld, was eigentlich nach dem jetzigen kooperativen Baulandmodell der Investor der Stadt geben würde in Form einer Kompensation, er behalten darf. So. Das heißt, die Gewinne werden privatisiert und den Rest zahlen wir. So, den Rest der Zeit möchte ich auf Herrn Löse eingehen, weil er so provokant gefragt hat, was hätte man denn tun sollen? Ist jetzt leider nicht da, aber gut, da hinten. Ja, was hätten wir denn tun sollen? Punkt 1, erstmal besser verhandeln. Ja, es ist irgendwie ja schon schwierig, wenn von sich aus gesehen in die eine Richtung, alle dem dann zustimmen. Das Zweite ist, einfach von vornherein sagen, ja, wir haben einen gespaltenen Stadtrat. Aber was ist denn die Option für eine Mehrheit, wenn kein Zufall ist? Die Option ist, dass Freie Wähler, AfD, FDP, CDU und der Oberbürgermeister in einem Oberbürgermeisterwahljahr das kooperative Baulandmodell zerschießen. Da sage ich mal, okay, das kann man probieren, das kann man machen, mal gucken, wie das auf der Straße ankommt. So. Jetzt haben wir die ganz interessante Situation, dass eine Mehrheit im Rat da ist, ohne Grüne und ohne SPD. Das heißt, CDU, FDP, Freie Wähler, AfD und Oberbürgermeister haben eine Mehrheit, wenn er denn zustimmt. Das heißt, sie müssen heute gar nicht ihrem gemeinsamen tollen Verhandlungserfolg zustimmen. Müssen sie gar nicht machen. So, ja, man kann also freie Laune kann man jetzt sagen, okay, Dissidenten finde ich zwar doof, aber Beibehaltung 30% finde ich gut. Also wenn Herr Drews daran glaubt, was er gesagt hat, nämlich dass er im tiefsten Herzen glaubt, dass 30% sogar noch zu wenig sind, glaube ich übrigens auch, ja, da muss man auch so stimmen. So, meine Damen und Herren, dieses Ummodeln, dieses Zerstören des kooperativen Baulandmodells. Es trifft mich wirklich hart, weil gerade die zwei Punkte, die ich gesagt habe, die Beteiligung an sozialer Folgebaukosten und dass man also auch Sozialwohnungen machen muss, wenn keine Landesförderung ist, die habe ich mit genau den Leuten durchverhandelt. In den Jahren 14 bis 19, mit Herrn Löser, mit Herrn Drews, Investoren und ich, wir haben da gesessen, wir haben sozusagen mit denen das aushandelt und daraus ist
Daraus ist Ruhe jetzt. Daraus ist das kooperative Baulandmodell entstanden, weil wir gesagt haben, wir können nicht mit jedem individuell verhandeln, wir müssen mal einmal eine Regelung haben. Jetzt haben wir eine Regelung gefunden. Herr Drees hat ja recht, die Regelung ist schlechter als in anderen Städten. Übrigens nicht nur große Städte, kleine Städte. Ah ja, ich bringe schon rot. Und deswegen stimmen Sie dem Dissidentenantrag zu und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Nächster Redner, Herr Schmählich, dann Herr Wirz. Reihenfolge ist Reihenfolge, los geht's. Entweder Sie wollen jetzt reden oder Sie wollen nie reden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Livestream. Ich verkenne überhaupt nicht das Ringen um in dieser Frage. Und ich verkenne auch nicht, lieber Thomas Löser, in welcher Zwickmühle ihr euch gefühlt habt. Aber eins ist doch klar, das Ergebnis ist eben nicht so, dass diese Zwickmühle aufgelöst werden konnte, wenn jetzt plötzlich in diesem Rat sich eine solche, ich will es mal breite Mehrheit nennen, auch eine Mehrheit, die im Grunde genommen bisher immer vehement zu einem großen Teil gegen den sozialen Wohnungsbau überhaupt eingetreten ist, die also schon aus prinzipiellen Erwägungen eigentlich den sozialen Wohnungsbau nicht in Ordnung finden. Und dann möchte ich mal klar sagen, auch in Ergänzung zu dem, was mein Kollege Schulte-Wissermann auch schon da klargestellt hat. Wir sind einmal über eine Verhandlung informiert worden. Die habe ich dann aus einem, ich glaube, gewichtigen Grund abgesagt und danach ist nie wieder was gekommen. Also diese Mehr, lieber Vincent, dass wir uns daran nicht beteiligt haben, ist falsch. Was anderes ist aber viel wichtiger. Es gab eine Verständigung sogar mit der CDU im Vorfeld, bevor es irgendwelche Gespräche gab, dass es in dieser zentralen, wichtigen Frage, wo man jetzt angeblich Rechtssicherheit schaffen will, gründlich auch eine Stadtratsberatung stattfindet. Gründlich eine Stadtratsberatung. Es gab eine Einigung, dass man eine Anhörung mit allen Betroffenen, mit allen wichtigen auch Akteuren durchführt. Von dieser Einigung wollte am Ende niemand mehr wissen. Als wir dann beantragt haben im Ausschuss, dass sie stattfinden soll, ist sie mehrheitlich auch von mit den Stimmen der CDU selbstverständlich abgelehnt worden. Und das sage ich jetzt noch mal ganz bewusst auch noch mal an die Adresse von Herrn Flemming. Lieber Ingo, es findet doch, wenn ich mir die Dresdner Debatte um sozialen Wohnungsbau anschaue, definitiv eine Diskursverschiebung statt. Eine Diskursverschiebung, wo so getan wird, als ob das, was wir hier jetzt als Regelung haben, nicht zumutbar für Investoren wäre. Städte wie München, die übrigens auch mit sehr knappen Mehrheiten dieses Modell 1,96 beschlossen haben, da gilt heute eine Sozialbauquote von 60%. Dort gelten Bindungsfristen von 40 Jahren und zusätzlich müssen Investoren noch 175 Euro pro Geschoss Quadratmeter für die soziale Infrastruktur ausgeben. Wenn das, was Sie sagen, wirklich wahr wäre, dann müsste in der Logik der Debatte Dresdens müssten dort eigentlich die Investoren massenhaft abgeschreckt werden. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Der Wohnungsbau auch unter den Bedingungen boomt in München. Und ich sage es nochmal, und deshalb sage ich Diskursverschiebung. Wir hätten über eine Erhöhung aus den von mir vorhin dargestellten Gründen der Wohnungsbauziele, nämlich diese 10.000 Wohnungen, eigentlich über eine Erhöhung reden müssen. Das kooperative Baulandmodell begründet sich ja nun damit, dass Bodenwertsteigerungen, die durch das Ausweisen von Baugebieten entstehen, ja teilweise abgeschöpft werden. Das ist unstrittig, dass das das Ziel ist. Die sächsische Förderrichtlinie ist so gestrickt, dass Bauherren die Differenz zwischen Marktmiete und Sozialmiete praktisch staatlich subventioniert bekommen. Also finanziell ist dies gar kein Opfer. Gerade das sächsische Modell hätte deshalb auch eine für Investoren zumutbare Erhöhung der Sozialbauquote ermöglicht,
Und ihr macht das Gegenteil. Das nenne ich Diskursverschiebung. Hier hätte eine offensive Debatte, was notwendig ist und wie ich dieses Ziel erreichen kann, geführt werden muss und nicht im Grunde genommen etwas, ja, dann doch, ich muss den Begriff nochmal verwenden, Hasenfüßig, jetzt sich auf eine solche Lösung einlässt, die auch damit die Argumente, die von den Gegnern kommen, praktisch übernimmt. Das ist schade. Dieser Kampf ist meines Erachtens, ohne dass klar war, dass man ihn verliert, vorher aufgegeben worden. Und das halte ich wirklich für falsch. Deshalb werbe ich nochmal für die Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Herr Wirz, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Stadträte, Stichwort Planungssicherheit. Ich finde es ja sehr niedlich, dass heute Grüne, SPD und FDP die Regierungskoalition in Berlin von Planungssicherheit im Wohnungsbau reden, während sie sozusagen zeitgleich gerade die KfW-Förderung für den Wohnungsbau gekippt haben, von einem Tag auf den anderen. Und hier im Prinzip, wenn Sie jetzt leise sind und draußen im Prinzip ganz viel Knallen hören, dann sind es ganz die ganzen Finanzierungen, die gerade platzen von Leuten, die im Prinzip sich den letzten Cent, die letzte Kreditwürdigkeit zusammengeholt haben und irgendwo noch im Prinzip eine Förderung, um ihre Finanzierung stemmen können. Und Sie kommen auch aus der Nummer nicht mehr raus, weil wenn Sie ein KfW-Haus geplant haben, dann können Sie das nicht vom einen Tag auf den anderen auf ein normales umplanen. Das ist also ganz schwierig. Das nächste, die Frage der unsicheren Mehrheiten. Es hat in diesem Stadtrat immer eindeutige Mehrheiten gegeben und zuletzt ist diese Mehrheit ja durch den Herrn Oberbürgermeister selbst herbeigeführt worden. Der Herr Oberbürgermeister hat dafür gesorgt, dass der im Übrigen dann rechtswidrig befundene Antrag von Herrn Nitsche eine Mehrheit bekommen hat. Das ist erstmal der Fakt. Und auch, es war auch der Herr Oberbürgermeister, der mit einer Vorlage im Prinzip den Stein ins Rollen gebracht hat, dass hier im Prinzip die 30% gekippt worden sind. Aus dem Stadtrat liegt bis heute kein Antrag dazu vor. Also ist es der Herr Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der nächstes Jahr wiedergewählt werden will in dieser Stadt, der verantwortlich ist dafür, wenn heute das kooperative Baulandmodell abgeschliffen wird. Und es ist ja im Prinzip schon gesagt worden, 30% ist die, im Prinzip die Berechtigung unter den Mieterinnen und Mietern in Dresden auf einen Berechtigungsschein. Da müssen wir auch dafür sorgen, dass die Wohnungen so zustande kommen. Und daran scheitert dieser Stadtrat jetzt, weil wir das gerade nicht leisten, mal abgesehen von der sozialen Durchmischung, die in den Neubaugebieten nicht mehr stattfindet. Auch das ist ein Problem in einer sich zunehmend sozial aufspaltenden Gesellschaft, in welchen die im Prinzip materiell nicht mehr mithalten können mit der Preisentwicklung, der Inflation, der Entwicklung der Mieten und anderen, denen es noch relativ gut geht. Diese soziale Spaltung verträgt auf Dauer keine Gesellschaft. Und wenn beklagt wird, dass Leute draußen spazieren gehen, in immer größere Zahl, sei noch mal darauf hingewiesen, dass Sachsen das Flächenland mit der geringsten Wohneigentumsquote ist. Auch das ist ein Punkt, über den wir nachdenken müssen. Insofern hat es hier nie unsere Mehrheit gegeben. Es hat eigentlich nie eine Mehrheit gegeben für eine Veränderung des kooperativen Baulandmodells. Sie ist durch den Oberbürgermeister herbeigeführt worden und noch ein Nebensatz, auch die Wählerinnen und Wähler der Volkssolidarität sollen überlegen, wem sie seine Stimme geben, weil auch da ist ja im Prinzip nun eine Gegenstimme gegen das kooperative Baulandmodell draus geworden, aus der einen Stadträtin, die in der Volkssolidarität ist und von ihr hierher entsendet worden ist. Dann auch die Märchenstunde, die hier gehalten worden ist über Bebauungspläne, Vorhabenbezogungsbebauungspläne und angeblich 30% Sozialwohnungen, die noch nicht kommen. Eine 30% Sozialwohnungsquote musste noch gar nicht kommen, weil dieser Stadtrat in seiner unergründlichen Weisheit ja auch die Übergangsregel mit 15% bis im Sommer verschoben hat und da bisher noch gar keiner gefordert war, 30% zu errichten. Das haben wir im Prinzip ja auch im Prinzip gut gegen die Stimme der Linken, aber auch im Prinzip verschoben. Warum ist die Linke nicht mit dabei? Es ist klar geworden, die wegfallenden Wohnungen werden nicht kompensiert. Es ist auch im Prinzip nicht vorstellbar, wo die WED noch mehr Wohnungen bauen soll. Der soziale Wohnungsbau wird im Prinzip nicht geleistet, der geleistet werden muss.
Außerdem, warum war die Linke eigentlich mit am Tisch? Und ich hatte den Eindruck, ich hatte ja schon gesagt, es sind so gewisse Regierungsparteien, die dort sich getroffen haben. Am Ende ging es darum, die Linke mit am Tisch zu haben, damit es dann heißt, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Und dafür stehen wir am Ende nicht zur Verfügung. Wir stehen für die sozial Schwachen in der Stadt, wir stehen für Mieterinnen und Mieter und wir prophezeien, dass auch in Zukunft bei jedem Bebauungsplan die Frage der Sozialwohnungsquote auf der Tagesordnung bleiben wird und dieser Kompromiss keinesfalls das letzte Wort in dieser Frage sein wird. Wir werden mehr Sozialwohnungen in Dresden brauchen und da wird dieser Stadtrat auch wieder gefordert sein. Insofern, wenn Sie denken, dass Sie das jetzt unter Dach und Fach haben, glaube ich, dann irren Sie sich. Vielen Dank. Wir werden dem Antrag der Dissidenten im Übrigen zustimmen. Wir werden gegen die Verringerung der Sozialwohnungsquote stimmen, das ist auch klar. Und finden, dass das heute auch ein trauriger Tag ist. So, die Argumente sind, glaube ich, ausgetauscht. Gibt es da noch weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Herr Lichti? Na dann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich mache es ganz kurz. Es wurde schon von Martin Schulte-Wiss einmal angesprochen. Ich will es aber noch mal ganz klar auf den Punkt bringen. Die Umfaller, Grüne und SPD, begründen ihr Umfallen mit einer notwendigen, staatspolitisch intendierten Kompromissnotwendigkeit. Sie haben es öfters dargestellt, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, und es wurde klar herausgearbeitet, dass der springende Punkt oder wieder nicht persönlich, der faule Apfel, hier der Herr Oberbürgermeister ist, der gerade hinter mir sitzt. Nun haben wir zum Glück im Juni Oberbürgermeisterwahlen und die SPD und die Grünen haben Kandidatinnen aufgestellt. Das finde ich jetzt sehr spannend unter dem Aspekt, weil das heißt ja nichts anderes, als dass die Grünen der SPD ihren Kandidatinnen keinen Wahlerfolg zutrauen. Wenn Sie tatsächlich für die Sozialquote kämpfen wollen würden, wenn Sie das ernst nehmen würden, lieber Thomas, dann würdet ihr einen Wahlkampf machen, dass wir einen anderen Oberbürgermeister bekommen. Oder könntet ihr, wenn das nicht klappt, im Herbst immer noch einknicken? Vielen Dank. So, da haben wir das auch noch besprochen. Und dann können wir einsteigen in die Abstimmung und da habe ich zunächst einen Ersetzungsantrag von den Dissidenten. Wer diesem Ersetzungsantrag folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, 18 Enthaltungen, damit abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja-Stimmen, 52 16 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Mit Blick auf die Uhr gehen wir verspätet in die erste Pause. 18 Uhr heißt bis 18.30 Uhr bitte pünktlich wieder hier zu sein, sodass wir mit der Sitzung dann mit Tagesordnungspunkt 18, wie wir es eingangs beschlossen haben, fortsetzen. Wahlen machen wir dann.